Boah, Yugi ist schon ziemlich teuer. Das sagst nur du. Ja? Hast du schon mal Manadium ausprobiert? Wait, what? Nur 30 Euro das Ding. 30 Euro? Ja, richtig. Ja, ich mach schon irgendwas möglich. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, ihr hochgradig attraktiven Individuen da draußen an den Empfangsgeräten. Nifska hier. Yugi ist zu teuer, Yugi ist unbezahlbar, du hast keine Möglichkeit, das Spiel zu spielen. Halt ein, ich habe die Lösung für dich. Du möchtest es, auf Table 500 dich mit dem nächstbesten Dark Magician Spieler zu prügeln. Du bist der Meinung, Gewinnen ist nicht alles, dabei sein reicht dir schon, auch wenn du von links und rechts nur Schellen kassierst. Bruder, dann habe ich genau das richtige Deck für dich. Ich habe ja selber gesagt, dass Yugi mir ein bisschen zu pricey ist, weshalb ich keine SP Little Knight mehr besitze, weshalb ich viele teure Karten verkauft habe. Doch dann kam die Megatin, die anfangs ziemlich als scheiße dargestellt wurde. Und verstehe mich nicht falsch, die Megatin ist nicht wirklich gut. Die Megatin hat es wirklich geschafft, dass die ganzen guten Secret Rare Karten wieder genauso teuer waren wie zuvor, bevor ihr im Reprint. Aber eins hatten sie tatsächlich gut. Und zwar, ein Archetype in particular wurde gereprintet, so dass er wirklich nichts kostet. Und da meine ich wirklich, eine Schachtel Zigaretten ist teurer als dieses Deck. Die Rede ist von Manadium. Wer sich erinnert, ich habe ja schon mal Manadium eine Zeit lang gespielt, aber das war ja noch bevor Baron de Fleur gebannt wurde und bevor Apollosa gebannt wurde. Das Lustige ist aber dabei, dass die eigentliche Engine komplett unangefasst wurde. Wir müssen einfach nur gucken, was können wir jetzt aus dem generischen Kartenpool irgendwie zusammenkratzen, um mit dem Deck irgendwas zusammenzuschustern. Klar, ich weiß, mit Negates läuft es nicht ganz so gut. Und ja, du musst es mir nicht sagen, Nibiru ist auch ziemlich kritisch, aber... Aber was soll ich sagen, ich erwarte nichts von einem Deck, wo die Höhlen teurer sind wie der Core an sich. Von dem her habe ich mir gedacht, schmeißt du mal wieder Manadium zusammen. Und ja, ich habe es bei mir tatsächlich mal wieder im Stream gespielt. Auf twitch.tv/Nifska. Ich streame immer noch Yu-Gi-Oh! Immer jeden Dienstag, jeden Donnerstag. Von dem her, schaut doch mal rein. Und da könnt ihr mich auch mal auf Manadium sehen. Und ich habe mir gedacht, ich release einfach mal in diesem Video meine Liste, wie ich das Deck spiele. Und frag mal, was haltet ihr davon? Vielleicht hast du ja eine bessere Lösung. Anyway, gehen wir mal ins Deck-Profile rein. Und danach zeige ich euch ein Replay. Aber halt natürlich, bevor wir ins Deck-Profile an sich reingehen, lasst doch ein Abo da. Würde mich massiv freuen. Dann siehst du auch mehr Inhalte. Und ich würde sagen, mit den Worten Abfahrt. Und da haben wir auch schon das Schmuckstückchen vor uns. Die Deckliste von Manadium. Wir spielen dreimal Visas Amritara, gefolgt von zweimal Manadom Reimhardt. Nicht zu vergessen, zwei Kopien von Reichhardt. Ich glaube, die Namen und was sie alle machen, müssen wir nicht hier introduction. Die Karten sind tatsächlich fairly old. Dann haben wir noch eine Kopie von Imagines. Ich mag einfach die Karte mit dem Draw 2. Das ist mehr oder weniger so der Slot, wo die viele Leute sagen, ja, muss man nicht spielen. Verstehe ich auch. Kannst stattdessen ein Called by oder mehr spielen. Kannst du cheaten, wenn du Bock hast. Dann haben wir noch zwei Kopien von Manadom Meek, gefolgt von Visas Starfrost. Dann haben wir noch dreimal Primal Planet Calarium und die Karte war eine Rarity Collection 2 mit drin. Fun Fact, das Ding kostet in Parallel Secret Rare 90 Cent. Von dem holst du einfach an, kostet wirklich nichts. Pellerino kriegst du auch für 30 Cent in Super Mario mittlerweile. Dann haben wir noch eine Kopie von Manadom Abscission. Zuvor war es ein 3-Off, mittlerweile reicht es auch schon auf 1. Und die Core Engine haben wir schon fast geschafft. Natürlich haben wir noch zwei Kopien von Reichphobia und zweimal Nova. Dann haben wir noch als Trap ein Reframing und der Rest ist einfach noch irgendeine Non-Engine, die ich reingeworfen habe. Wir spielen noch die Angel-Statue Azurune, weil wir auch noch den wunderbaren Top-Hat The Silhouette Magician spielen, aber ist nicht mandatory tatsächlich. Wir spielen dreimal Ash Blossom, wir spielen dreimal Nibiru, dann haben wir noch drei wunderschöne Infinite Impermanence, gefolgt von Triple Tactics Talents. Dann haben wir hier noch Called By, Terraforming und Rota. Gehen wir noch kurz ins Extra-Deck rein. Wir spielen für die Fusion-Lineup Visus Astrolaut. Kostet irgendwie nur noch 9 Euro rum, dank der Megatin. Haben noch eine Kopie von Scareclaw Lightheart oder meine französischen Kopien sagen Griffailleur, was ich ein Riesenfan von bin. Haben noch wunderbar Top-Hat Hair the Silhouette Magician. Das ist so die einzig teure Karte, so im Extra-Deck für 15 Euro geht die Secret Rare. Gifford von Ivy Mascarina Cross Shape. Dann haben wir noch Nightmare Unicorn, was du natürlich durch SP Little Light ersetzen kannst, wenn du eine Kopie besitzt. Haben noch ebenfalls mit dabei Access Code Talker, ebenfalls zu Tode gereprintet. Wie ist das Amritara? Warner Megatin, muss ich nicht sagen, kostet ebenfalls nichts. Gefolgt von Manadium Trillo Sukta. Haben noch mit dabei Access Dungeon Starter Strength sowie Crimson Drang. Nicht zu vergessen, Disparta, Chaos Angel und Cheng Ying. Und ich würde sagen, gehen wir mal rein ins Replay, was das Deck eigentlich noch kann. Doch, halt, stopp, bevor dieses YouTube-Video weitergeht, möchte ich dir erzählen von meinem Partner. Da haben wir ihn endlich, der Mann raubt die ganze Zeit Holzkern aus. Nein, lebendig kriegt er mich nie. Schauen wir uns mal die Beute an, die er da gemacht hat. Also, wie es aussieht, sind das alles nur Uhren und Ringe und Armketten aus natürlichen Materialien wie Holz und Stein, aber auch Edelstahl und Permut ist damit unterverarbeitet. Richtig, richtig schicke Dinger, die er da hat. Da haben Sie recht.
Und mit dem Code Niska kriegt ihr 10% Rabatt. Jetzt raubt den Laden aus. Da. Game Nummer 1 gegen Pendulum. Und schauen wir doch mal, was wir hinkriegen. Wir gehen rein mit Kalarium into Riumhard. Riumhard edit uns eine Kopie von Abscission. Dann specialen wir unsere Kopie von Meek, poppen das Ding, suchen uns nochmal eine Kopie von Imagine, die wir im Verlauf des Duells vergessen werden zu triggern. Dann Channing 1 Fee-Spell, Channing 2 Meek. Und dann machen wir eine von den Kugeln auf Level 4 hoch. Seht ihr nachher wieso. Dann gehen wir erstmal in Trilosukta. Trilosukta into Amritara. Amritara sucht uns eine Kopie von Perlerino. Dann gehen wir rein mit Perlerino, sucht uns eine Kopie von Visa Starfrost. Dann linken wir erstmal unsere Amritara weg und adden uns eine Kopie von Reichphobia. Reichphobia sucht uns einen Reichhardt. Dann gehen wir mit Visas. Visas poppen unseren Lightheart. Dann triggern wir das Once for Duel Lightheart, um ihn zu reborn. Gehen wir für Reichhardt. Wir haben 3 in Defense. Wir dürfen noch eine extra Karte ziehen. Als nächstes into Cross Sheep. Dann verwenden wir erstmal noch unser Nova für den Reborn into Chaos Angel. Dann gehen wir als nächstes in unseren Vicious Astralord. Triggern unser Schaf. Dann haben wir genug Material auf dem Feld. Gehen in einen Crimson Dragon. Diesen verwenden wir, indem wir unseren Chaos Angel targeten. Holen uns dann eine Kopie von Disparter. Wir targeten dann mit Disparter den wunderbaren Visas. Dann gehen wir als nächstes in IP plus Azeroon. Dann haben wir noch einen wunderbaren Disparator sowie eine Ash Blossom auf Kralle. Unser Gegner geht erstmal rein mit Foolish Berry für Darkworm. Darkworm addet sich hier den Donut und daraufhin verwende ich Azeroon, weil ich habe Azeroon einfach abgefeuert, weil, naja, wenn du im Endeffekt damit eine Pendulum Summon negatest, hast du halt on the spot gewonnen. Gucken wir aber mal, was noch geht. Anyway, er geht rein mit Duelist Alliance, addet sich eine Kopie von Pancorn und ich weiß definitiv, was ich ashen möchte. Als nächstes sucht er sich seine Parts zusammen. Er sucht sich erstmal für den White Astrograph, den destroyen wir mit Disparter, damit er weniger Plays hat. Und daraufhin hat er nur noch 4 Karten in der Hand, davon nur noch 3 unbekannt, beziehungsweise weil er jetzt einfach für Magician Souls geht, beziehungsweise nur noch eine war unbekannt. Und da kommt auch schon das Pancorn runter und ich weiß definitiv, was wir ashen werden, das. Und wir haben nun hiermit on the spot gewonnen. Well, ja, Pendulum ist nicht so eine Gefahr für dieses Deck. Und da sind wir auch schon in Game 2 gegen Runic Deckout Stun oder keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall startet unser Gegner mit Instant Fusion into Moonin. Moonin addet uns hier einmal die Karte, was basically immer etwas mild aus unserem Deck. Dann gehen wir rein mit Runic Destruction, holen uns eine Kopie von Freki. Dann gehen wir rein mit dem wunderbaren Fountain für, naja, im Endeffekt nichts Wirkliches, da unser Endbot nichts macht. Wir haben einfach nur noch eine Horus Engine mit drin, die auch nicht wirklich was bringt in den Deck, aber schauen wir mal, wo wir hinauskommen können. Stand jetzt hat unser Gegner aber leider nicht sonderlich viel auf der Hand, weshalb ich doch relativ ohne Probleme da durchspielen kann. Wir möchten als nächstes mit unserem Riumhard unsere Kopie von Meek poppen, aber er hat noch die Fire, er poppt unser Meek, aber hey, wenn unser Monster zerstört wird, interessiert es uns nicht so ganz so wirklich. Unser Gegner zieht nochmal ein weiteres Kärtchen, aber es ist nichts, was ihm jetzt hier sonderlich weiterbringt. Er versucht mich einfach nur auszudecken, aber er kriegt das nicht hin, weil er nicht genügend Engine hat. Wie ihr auch schon seht, hat er nicht genug in der Hand. Anyway, wir gehen weiter, wir gehen mit Imagines, wir ziehen noch ein bisschen ein paar Karten und machen wir dasselbe wie zuvor und wir haben unsere Kugeln gepoppt, wir gehen in Visas Amritara. Amritara gibt uns hier nochmal Möglichkeiten an Visas Starfrost ranzugehen, into Lighter. Dann gehen wir als Visas Samsara. Fun Fact, Samsara hat noch eine Summoning Condition. Indem du einfach, naja, Starfrost oder Amritara zurückstaffelst, kannst du ihn einfach beschwören. Dann gehen wir als nächstes für Visas Starfrost, pop Lightheart. Dann können wir auch den Effekt von unserem Feedspell triggern. Wir poppen kurz den wunderbaren Imseti. Dann gehen wir als nächstes ein paar Link-Beschwörungen, Chaos Angel. Dann haben wir noch den wunderbaren Cross Sheep mit Visas Vicious Astrolaut. Und ich glaube, hier brauche ich gar nicht weiter großartig kommentieren, weil ihr seht das selber an dem Endboard. Es war jetzt nicht sonderlich das krasseste Board zu knacken, was unser Gegner uns basically hingesetzt hat. Und es war ein bisschen wie so ein Walk in the Park mit 3 Synchro-10ern. Kommen wir trotzdem für Game gehen. So, was sind meine abschließenden Worte zu Manadium-Stand jetzt? Ja, ihr habt es gesehen, gegen Pendulum und irgendwie Runic-Stand, der nicht sonderlich viel gemacht hat. Manadium ist nicht unbedingt das beste Deck auf Gottes grüner Erde, aber gegen Rogue, ja, gegen Rogue ist es ganz ordentlich. Du hast die Möglichkeit, so in Küchentisch-Duellen schon dem Gegner irgendwo eine Parole zu bieten. Aber leider auch nicht arg viel mehr. Für das neu erscheinende Azamina-Snake-Eye-Matchup wirst du wahrscheinlich sehr, sehr krasse Probleme haben. Das Deck stirbt geradezu an Drollen-Lockberg-Shifter fange ich gar nicht mehr erst an. Und wenn dein Gegner dir auch sowas wie eine Dimension-Barriere flippt und Synchro brüllt, ist es auch sehr, sehr schnell vorbei für dich. Das Deck kostet zwar wirklich so viel wie eine Schachtel Zigaretten, ist aber auch leider so nützlich wie eine Schachtel Zigaretten. Also fühlt sich im Nachhinein an, wenn das Ding leer ist, wie ein Haufen Geldverschwendung. Aber du kannst zumindest den ein oder anderen Lacher haben und vielleicht kommt noch irgendwann mal Visa Starfrost Support und vielleicht hast du Glück, dass Konami dich auf dem Schirm hat. Ich mag das Deck
Deck. Ich werde es weiter piloten. Ich habe momentan zwei Decks. Und zwar spiele ich Tierlament und Meinadium. Einfach nur, weil die Decks billig sind und ich sie irgendwie cool finde. Und competitive Yu-Gi-Oh! Sage ich sowieso, ist wie es ist. Ist bis zum Ende des Jahres in meinen Augen sowieso vorbei. Also, kauf dir ein Deck für den Küchentisch. Zock, worauf du Bock hast. Spar dein Geld. Kauf bitte keine Mulchami Fuvalos. Es macht mich sehr, sehr traurig. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Like, Abo, Subscribe. Ihr kennt das Ganze. Und bis dahin. Bye.